Haben Sie sich auch schon einmal gefragt, warum bei gleichem Wissen und gleicher Qualifikation die Wege von zwei Menschen auf so unterschiedliche Art verlaufen? Warum der eine es bis an die Spitze schafft, während der andere im Mittelfeld herumdümpelt? Dann achten Sie einmal auf die Sprache der beiden. Denn es gibt sie, die Sprache des Erfolgs. Die Sprache, die Ihnen Tür und Tor öffnet, mit der Sie andere Menschen für sich gewinnen und von sich überzeugen. Ihre Sprache bringt Ihre Einstellung zum Ausdruck. Und Sie machen für andere über Ihre Sprache deutlich, ob Sie ein Problemsucher oder Löser sind. Ob Sie damit zu den Yes-Buttern oder den Why-Notern gehören. Erfolgreiche Menschen wissen, dass jeglicher Druck in der Sprache Gegendruck erzeugt. Und dass Fragen, die den anderen in die Rechtfertigung zwingen, nur selten eine Lösung nach sich ziehen. Erfolgreiche Menschen wissen, dass nur eine klare Sprache, eine klare Benennung der eigenen Bedürfnisse und Wünsche auch zu einem Ergebnis führt. Dass jegliche schwammige Formulierung, das sogenannte Blähdeutsch und Anglizismen, nicht dazu angetan sind, mehr Klarheit zu schaffen. Erfolgreiche Menschen wissen auch, dass ein einziges Wort, das das Herz eines Menschen berührt, mehr erreicht als 1000 Worte, die nur den Geist ansprechen. Ich bin Renate Eikenberg und beschäftige mich seit mehr als 20 Jahren mit dem Thema Kommunikation. Ich habe mehrere Bücher zu diesem Thema geschrieben und das Lernen über Kommunikation ist für mich noch lange nicht zu Ende. Denn ich weiß, wie wichtig Sprache für den Erfolg, für das Glück eines Menschen sind.